15 Schüler des Fürst-Pückler-Gymnasiums haben sich heute auf eine Entdeckungstour durch das Menschenrechtszentrum gemacht. Sie waren dem Leben in der DDR und dem Alltag im Zuchthaus auf der Spur. Eine von ihnen ist Josephine Heidel. Die 14-Jährige hat mit ihren Mitschülern gerade eine Projektwoche, in der sie sich das Thema DDR-Geschichte ausgesucht hat. Die Neuntklässlerin erhofft sich vom Projekttag ein paar besondere Einblicke in die damalige Zeit. Naja, wenn wir ja dann auch mit dem Zeitzeugen reden, hat man vielleicht auch ein paar persönliche Eindrücke und Erfahrungen, die man auch in seine eigene Projektarbeit, was wir dann vorstellen müssen, mit einarbeiten kann. Und ja, vielleicht auch generell einfach als Erfahrung für sich selbst, wie das denn hier so war. Als erstes klärte die Klasse, welche Menschenrechte es überhaupt gibt und wie diese damals im Zuchthaus eingehalten wurden. Außerdem lernten sie, welche Verhältnisse zur damaligen Zeit im Gefängnis herrschten. Solche Projekttage helfen den Jugendlichen, die geschichtlichen Zusammenhänge besser zu verstehen und den Geschichtsunterricht etwas spannender zu gestalten. Möglich gemacht werden solche besonderen Tage von der Bürgerstiftung Cottbus und Region und der Stiftung Pro Lausitzer Braunkohle, die diese Bildungsangebote finanzieren. Für Peter Albert, Vorsitzenden der Bürgerstiftung, ist es wichtig, den Jugendlichen die deutsche Geschichte näher zu bringen. Deswegen halten wir das auch für sehr wichtig, dass da eben geschichtlicher Hintergrund sozusagen erlebbar gemacht wird. Ja, ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt in der Schule vor dem Lehrer sitze oder der Lehrer vor mir steht und da irgendwo was Geschichtliches erzählt. Hier wird Geschichte wirklich erlebbar und dadurch hoffen wir natürlich, dass das bei den Schülerinnen und Schülern besser haften bleibt. Nach dem theoretischen Teil gab es für die Schüler eine Führung durch das ganze Zuchthaus. Von den Zellen über den Gefängnishof bis in den Arrest. Und um die Erlebnisse der damaligen Gefangenen aus erster Hand zu erleben, hat sich ein Zeitzeuge und ehemaliger Insasse Zeit für die Schüler genommen. Gilbert Furian war von 1985 bis 1986 im Cottbuser Zuchthaus inhaftiert. Er machte den Schülern mit seinen Erzählungen die Geschichte greifbarer. Furians Geschichten, aber auch der Rundgang waren für Josephine und ihre Mitschüler wohl am ergreifendsten. Zu sehen, wie viele Menschen doch in so einer kleinen Zelle waren und sich da so hineinzuversetzen, das fand ich sehr interessant und hat mich, glaube ich, auch so am meisten berührt. Um die Strapazen aufzuzeigen, die diejenigen, die damals versucht haben, aus der DDR zu flüchten, hatten, durften sich die Schüler zum Abschluss an einer Kletterwand versuchen. Für Josephine und ihre Mitschüler war es Geschichtsunterricht, den sie so schnell nicht mehr vergessen werden. Und ganz nebenbei verstehen sie die DDR-Geschichte jetzt vielleicht noch etwas besser.